Meine Damen und Herren, wir hatten uns in den verschiedenen Seegangsvorlesungen damit beschäftigt, dass Seegang fortwährend verändert wird. Wenn Seegang irgendwo durch die Weltmeere läuft, trifft auf eine Küste in einen flachen Bereich, dann hatten wir gelernt, dass die Wellenlänge immer kürzer wird. Immer kürzer wird und die Welle sich dadurch auch aufsteilt. Beispielsweise, wenn eine Welle zunehmend flaches Wasser erreicht, dann wird sie in Richtung Strand geneigt. Und das hatten wir als Refraktion, das Ähnliche wie das Brechen von Licht in einer Linse festgestellt. Dann wird sie in ihrer Richtung verändert. Und wenn sie gegen eine Struktur läuft, dann wird sie an dieser Struktur reflektiert. Refraktion, Reflexion und Scholing wären so zwei Effekte. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren Effekt. Wenn sie an der Sohle reibt, sie fortwährend, sodass sie Energie verliert. Wir haben also ganz komplexe Prozesse, die eine Welle fortwährend verändern. Wenn wir ein komplexeres System modellieren wollen, wie zum Beispiel eine Hafeneinfahrt. Hier ist eine relativ einfache Hafeneinfahrt dargestellt, die wir gleich noch besprechen wollen. Oder wir wollen eine Küste insgesamt den Seegang modellieren, müssen wir alle diese Effekte berücksichtigen und müssen natürlich ein Computermodell, ein numerisches Modell basteln, wo wir uns den Seegang, die Entwicklung von Seegang simulieren können. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und eine klassische Möglichkeit aus dem Jahre 1972 von einem Doktoranden aus Delft vorgestellt, Berghoff, ist die sogenannte Mild-Slope-Modellierung. Mild-Slope-Modellierung kommt daher, dass man hier, und das werden Sie gleich in der Herleitung feststellen, dass man mit diesem Modell nur kleine Neigungen des Bodens modellieren kann, größere Neigungen funktioniert prinzipiell nicht. Das also zu dem Unterschied, wir werden in dieser ersten Vorlesung, möchte ich Ihnen die Mild-Slope-Gleichung vorstellen und in einer weiteren Vorlesung wollen wir dann die Mild-Slope-Gleichung oder die Berghoff-Gleichung, wie sie auch genannt werden, in einem MATLAB-Modell lösen. Ja, zur Motivation hatte ich ja schon so ein bisschen was gesagt. Klassische Motivation wäre zum Beispiel, Sie planen eine Hafeneinfahrt. Das ist auch so ein klassisches Beispiel, wo diese Modelle angewendet werden. Vielleicht nochmal zur ersten Folie zurück, weil wir für diese Modelle eine sehr hohe Auflösung benötigen. Einer der großen Nachteile dieser Modelle. Also, eine ganze Küste kann man mittlerweile auch mit diesen Modellen abbilden, weil wir ja größere Computer haben als früher. Aber früher hat man eben gesagt, aufgrund dieser hohen Auflösung, die Sie hier so sehen, an finiten Elementen in diesem Fall, benötigen wir eine sehr hohe Auflösung und können nur kleine Gebiete simulieren. Ja, nehmen wir mal an, wir haben einen Hafen und die Frage ist, wie wollen wir die Hafeneinfahrt gestalten? Und die Hafeneinfahrt gestaltet sich ja immer auch so ein bisschen danach, a, dass die Schiffe durchkommen, das ist der Sinn eines Hafens, und b, wie viel Seegang geht denn da rein? Denn es gibt nun mehrere Probleme mit Seegang. Die eine Möglichkeit ist, dass das Schiff nur unruhig liegt. Die andere Möglichkeit ist, dass so eine Wellenlänge eines Seegangs, und das ist relativ gefährlich, genau die richtige Wellenlänge hat, dass das Schiff eben tatsächlich ins Torkeln bekommt. Dass also das Wellental am Bug des Schiffes ist und der Wellenberg am Heck des Schiffes ist, dann bekomme ich eben tatsächlich so eine Bewegung, und die ist natürlich zum Löschen der Ladung äußerst unvorteilhaft. Wir müssen also insbesondere schauen, was machen diese Wellen, deren Wellenlänge mit der Schiffslänge vergleichbar ist. Ja, das muss simuliert werden. Dieser Hafen hat vielleicht nicht überall die gleiche Wassertiefe oder sie entwickelt sich später anders etc. etc. Wir wollen also flächenhafte Modelle, um den Seegang zu berücksichtigen. Ja, eine andere Gestaltungsmöglichkeit, wenn wir denn nun feststellen, dass diese offene Hafeneinfahrt, die es in vielen Bereichen gibt, wo wir wenig Seegang haben, wenn das zu unruhig für die Schiffe hier wird, dann bauen wir eben eine Mole. Eine Mole ist eine Struktur, eine Längsstruktur, die eben einfach den Seegang uns abschirmt. Aber wir wissen ja, durch Refraktion kann ein Seegang auch hinter ein Hindernis kommen. Also das heißt dann nicht, dass es da vollständig ruhig ist. Ja, und wenn der Seegang aus diesem Bereich käme, wir müssen also gucken, woher kommt der meiste Seegang, dann würden wir natürlich die Mole entsprechend in diesem Bereich bauen und die Einfahrt dann in diese Richtung gestalten. Ja, das wäre die Hafeneinfahrt mit Mole. Wenn aber immer noch das alles da zu unruhig ist im Hafen oder da Gefahrengüter
oder sonst was gelöscht werden, wo wir keine Wellenunruhe haben wollen, dann muss man eben eine Schleuse bauen. Und eine Schleuse muss deshalb sein, weil sich ja der Wasserstand, Schleusen bauen wir normalerweise im Flusswasserbau, weil der Oberwasserstand niedriger ist als höher ist als der darunter liegende Wasserstand und das Schiff diesen Wasserstand überwinden muss. An einer Gezeitenküste kann es nun aber passieren, dass bei Niedrigwasser das Schiff einfährt, dann ist draußen Hochwasser und dann haben wir eben einen anderen Wasserstand und der muss durch eine Schleuse überwunden werden. Das wäre die teuerste Lösung. Die teuerste Lösung, einfacher wäre es natürlich, dass wenn das Schiff mit den Gezeiten hoch und runter an der Mole, am Kai hoch und runter gehen kann, wenn also die Löscheinrichtungen so konstruiert sind, dass die Gezeiten da keine Rolle spielen kann und dass wir den Seegang einfach durch eine Mole abschirmen. Aber nun zur Berechnung unseres Seegangs. Ja, was wollen wir haben? Es gibt zunächst erstmal, und das muss man unterscheiden, sogenannte phasenauflösende Modelle, Phase Resolving Models. Phasenauflösende Modelle lösen die gesamte Bewegung des Seegangs, so wie ich es hier einmal gemessen habe oder wie wir es einmal im Emder Hafen gemessen haben, auf. Das heißt, über die Zeit beispielsweise haben wir hier eine Welle, die bei 96 Sekunden bis etwa 97,5 Sekunden geht, die blaue oder beziehungsweise die eine Komponente, also anderthalb Sekunden Wellenlänge haben beispielsweise und wir würden jeden Punkt dieser Welle in irgendeiner Form auflösen. Wir würden also sagen, wir schauen jetzt auf das Maximum, dann gehen wir einen Schritt weiter, da ist aber an einem anderen Punkt dann vielleicht nicht das Maximum etc. Wir gehen also jeden Teil der Phase einer Wellen durch. Das Gegenteil sind die spektralen Wellenmodelle, wo wir nur die Gesamtamplitude uns anschauen, dazu aber in einer anderen Vorlesung mehr. Also, ja, und ein solches Phase-Resolving-Model oder kann dann eben so ein Ergebnis haben, wie ich Ihnen das hier zeige und was wir hier später auch noch selbst versuchen zu modellieren. Wir haben hier eine angenommene Hafeneinfahrt, das wurde damals bei der BAW mit dem Mild-Slope-Modell Artemis aus dem Telemax-System gemacht. Wir haben hier eine Hafeneinfahrt, von hier kommt der Seegang, geht in das Simulationsgebiet. Sie sehen hier, dass die Wellen hier reinlaufen. Die Hafeneinfahrt ist dummerweise so gestaltet, dass wir hier eine 45-Grad-Wand haben, die dann genau den Seegang hier weiterleiten würde. Der würde also hier wie nach den Spiegelgesetzen reflektiert und läuft hier rein. Sie sehen hier zu einem Zeitpunkt den Wasserstand. Zu einem anderen Zeitpunkt sähe der Wasserstand schon wieder etwas anders aus. Ja. Und ich sagte Ihnen auch, diese Modelle müssen sehr hoch aufgelöst werden, nämlich denn die Hauszahl heißt immer, wenn die Wellenlänge des Seegangs gegeben ist, dann muss ich ein Siebtel der Wellenlänge das Gitter bauen. Das heißt, mindestens 6 Punkte eine Welle auflösen. Und das ist das berühmte Shannon'sche Theorem der Nachrichtentechnik. Wenn ich eine Welle auflösen möchte, dann muss ich mindestens 7 oder beziehungsweise die in 7 Anteile zerlegen, damit ich sie dann richtig, Sie können sich das vorstellen, rauf, runter, 7 Punkte, dann habe ich so eine ganze Welle. Wenn ich also jetzt hier eine 10-Meter-Welle habe oder eine 14-Meter-Welle habe, beispielsweise mit der Wellenlänge 14 Meter, dann muss ich gucken, dass meine Gitter maximal eine Auflösung von 2 Meter hat und das ist schon erheblich für so ein Modell. Ja, ich möchte Ihnen nun im zweiten Teil der Vorlesung die Herleitung dieser Gleichung hier präsentieren und die ist durchaus langweilig. Springen Sie also, wenn Sie die Herleitung nicht interessiert, ans Ende der Vorlesung. Ich gehe das hier also an der Stelle einmal durch. Ja. Die Mild-Slope-Theorie von Berghoff basiert auf der Idee, dass sich die Potentialfunktion für Wellen verwende. Das heißt, in der Potentialtheorie, die Potentialtheorie hat diesen Ansatz, die Laplace-Gleichung, und wir haben ein Geschwindigkeitspotential eingeführt und haben damit die gesamte die Welle durchgerechnet in der sogenannten Airy-Theorie. So, und haben dann herausbekommen, dass das Potential einer Welle durch diese hässliche Funktion beschrieben wird. Diese Funktion hat erstmal prinzipiell 3 Anteile. Ach so, damals haben wir es hier mit Cosinus geschrieben. In der
Miles-Loeb-Theorie ersetzen wir den Cosinus durch ein e hoch i mal kx minus Omega t. Sie wissen, dass mit dem Satz von Euler e hoch i kx minus Omega t ist Cosinus kx minus Omega t plus i mal Sinus. Und wenn wir den Imaginärteil weglassen, dann kommen wir wieder darauf. Wenn wir das also real machen, dann kommen wir auf den Cosinus, den wir hier vorher hatten. Ja, und den zerlegt, der wird in dieser Theorie in drei Anteile gelegt. Hier steht die Wellenamplitude. Und jetzt wollen wir davon ausgehen, dass die Wellenamplitude sich ändern kann, dass die nicht überall gleich ist. Und deswegen setzen wir die Wellenamplitude und ihre örtliche Veränderung. Hier steht die örtliche Veränderung der Wellenamplitude. E hoch i kx ist Cosinus kx eigentlich. Also hier steht a mal Cosinus kx, also nichts anderes als die Oberfläche der Welle. A mal Cosinus kx über mein Gesamtgebiet. Das möchte ich jetzt verallgemeinern. Ich möchte an der Stelle sagen, das kann beliebig sein. Dafür setze ich eine neue Funktion ein, die ich errechnen möchte. Ich sage also a mal Cosinus kx, die örtliche Verhalten meiner Welle wird durch eine neue Funktion ersetzt und die nenne ich Eta von x. A mal e hoch i kx, nichts anderes als im Realteil gesehen Cosinus kx, ist Eta von x und das möchte ich bestimmen. Das ersetze ich jetzt. Ja, dann gibt es den vertikalen Struktur einer Welle, das steht hier Cosinus hyperbolicus k mal z, k ist die Wellenzahl durch Sinus hyperbolicus k mal h. Das ist von der Wassertiefe abhängig und von der z, von z abhängig. Das ersetze ich jetzt einfach durch eine neue Funktion minus f von z und h. Denn die Wassertiefe soll im Folgenden gleich veränderlich sein. Das ist für eine unveränderliche Wassertiefe. Das möchte ich also gleich durch eine veränderliche Wassertiefe ersetzen. Ich ersetze das also durch f von zh. Und den restlichen Teil der Lösung, nur diesen winzigen kleinen Teil, g durch Omega, lasse ich gleich stehen. Ich gehe also in meine Potentialfunktion mit einer neuen Lösung herein. Oder Berghoff hat das gemacht. Phi von x, z ist gleich Eta von x durch g durch mal g durch Omega. Omega ist die Winkelgeschwindigkeit mal f von z und h. Und setze das hier ein. Setze das hier ein. Leite das zweimal nach x ab. Nach Kettenregel muss man da öfters ausprobieren. Leite das zweimal nach z ab. Und setze das dann hier, die beiden Ableitungen hier ein. Wird ein relativ langer Ausdruck, der so da steht. Im Buch Gezeiten und Wellen habe ich das ausführlich vorgeführt, dass Sie die gesamte Rechnung nochmal sich da anschauen können. Ja, das also wird dann die Laplace-Gleichung, kriegt mit diesem Ansatz diese Form und die wollen wir nun lösen. Hier steht das. Die kann man noch ein bisschen anders schreiben. Das heißt, diese ganzen Terme hier gucken wir uns nochmal genau an. Hier steht sie auch. Hier steht die Ableitung der Wassertiefe nach x zum Quadrat. Und jetzt kommt genau der Punkt mild slope. Geringe Steigung bedeutet, dh nach dx ist klein. Die Wassertiefe ändert sich nur langsam. Geringe Steigung bedeutet auch, dh nach dx zum Quadrat, was klein ist zum Quadrat, ist noch kleiner. Man hat also einfach diesen Term rausgeschmissen. Der zweite Term, der auch kompliziert ist, ist die zweite Ableitung von dh nach dx, was eigentlich die Änderung der Steigung sein soll. Auch diesen Term, weil zu kompliziert, der kann natürlich auch bei kleinen Steigungen groß sein, hat man herausgeschmissen. Und daher kommt der Name, dass man eben sagt, der Wasserstand ändert, darf sich zwar ändern, aber darf sich nicht zu viel ändern. Deswegen heißt das Mild-Slope-Modell. Man hat also diese beiden Terme einfach brutal herausgeschmissen. Ja, dann bleibt das hier stehen, was hier in der Klammer drin steht. Und das kann man ein bisschen zusammenfassen. Wir haben drei Terme nur noch stehen, die hier stehen. Und die kann ich mit f multiplizieren. Mit der gesuchten Funktion f oder mit einer der gesuchten Funktionen f multiplizieren und kann sie über die Wassertiefe integrieren. Wenn ich hierauf Kettenregel anwende, dann wird das zu diesem Term oder beziehungsweise wenn ich das hier multipliziere, dann werden Sie durch Rückwärtseinsetzen herausbekommen, dass das abgeleitet nach x, also f Quadrat mal d Eta nach dx, nach Produktregel, nicht nach Kettenregel, ergibt das, was hier steht. F Quadrat mal d Eta nach dx ergibt das, was hier steht. Wenn ich das dann noch integriere, und das möchte ich jetzt im letzten Schritt dann noch integrieren, und dabei gilt es, eine Integrationsregel zu beachten. Das f-Quadrat zwischen Wasseroberfläche und Boden integriert ergibt genau die Phasengeschwindigkeit mal die Gruppengeschwindigkeit durch g. Muss man einfach auch nachrechnen. Ich will Ihnen das zeigen. Das f war Cosinus kz minus zb durch Sinus hyperbolicus k mal h.
Das ist ein fester Ausdruck. Den kann man jetzt integrieren, das macht keinen Spaß. Und dann kann man, Sie wissen, dass schon die Formeln für C und CG recht kompliziert kommen. Dann kann man zeigen, dass das hier herauskommt. Wenn ich das also weiß, kann ich jetzt hier auf diesen Term nochmal, kann ich Integration und Differentiation vertauschen. Das mache ich hier an der Stelle. Und dann habe ich hier ein reines Integral in f². Die Eta nach dx ist nicht mehr von der Wassertiefe abhängig, hat nichts mit z zu tun, geht raus. Dann steht hier das Integral über f². Ja, da kann ich das c mal cg durch g einsetzen, dann mal die Eta nach dx, das ableiten. Dann bleibt das stehen. Dann bleibt, halt, stopp, falsch, ich habe es falsch rum erklärt, erstmal dieses f² integrieren. Dieses f² integrieren nach der Regel ergibt das. So, und dann bleibt noch dieser Term zu integrieren. An der Stelle, dass die Eta nach dx, müssen Sie vorher anschauen, das ist tatsächlich so, ist nicht von z abhängig, das hatten wir vorausgesetzt, kann vor das Integral, das heißt, wir haben nochmal dieses komische Integral hier drin stehen und dann wird das letztendlich mit ganz wenigen Umformungen, die man einfach auf dem Papier nochmal nachvollziehen muss, wird das das hier. Das ist die sogenannte Berghoff-Gleichung aus dem Jahr 1972. Sie setzt voraus, die ideale Wellentheorie, die ideale Wellentheorie auf der einen Seite, das heißt, wir haben keine Reibung am Boden, die muss man noch künstlich hinzufügen. Also alle Voraussetzungen, die in der idealen Wellentheorie gegeben hat, und sie ist aber etwas besser als die klassische Airy-Theorie, weil wir einen leicht veränderlichen Boden, machen Sie also keine großen Bodensprünge später in Ihr Modell rein, einen leicht veränderlichen Boden mit berücksichtigen wollen. In der kommenden Vorlesung wollen wir diese Gleichung dann numerisch lösen.